In den kommenden 2 Wochen gibt er 5 Open-Air-Konzerte in Lübeck, Offenbach, Essen, Leipzig und München. Gestern ist er schon in Hamburg eingetroffen und um den Fans einen Vorgeschmack auf seine Tournee zu geben, hat er heute in Hamburgs großer Freiheit schon einmal aufgespielt. Pop-Ikone David Bowie vor wenigen Minuten beim exklusiven Konzert auf der Reeperbahn. Auftritt zum Warmwerden nennt er sein kurzfristig angesetztes Clubkonzert. 500 Fans passen in die Halle. Nach nur einer Stunde waren die Karten vergriffen. Als der Superstar gestern ohne seine Familie scheinbar unbemerkt mit der Linienmaschine nach Hamburg kam, gab er sich gut gelaunt und wurde vor der Tür wie seit über 20 Jahren erkannt und gefeiert. Manche konnten es kaum glauben. Nee, wirklich jetzt? Wer ist das? Egal. Darf ich Anschreiber haben? Egal. Die eine will einen Stift. Einer meiner ältesten Fans, sagt Bowie zu einem kleinen Jungen. 200 people. Gestern habe ich vor 200 bis 300 Leuten in einem kleinen Londoner Club gespielt. Das war klasse. Wir üben noch für die großen Festivals der nächsten Monate. Das Programm, das wir dann spielen, entsteht erst in diesen Tagen. Letztes Jahr spielte er sich in England mit einer neuen Band zu einem unvermuteten Höhepunkt an Dynamik und musikalischer Kraft. Vorbei erstmal die Zeiten der dunklen, depressiven Klänge. Mit inzwischen 50 Jahren ist Bowie wieder in erster Linie ein Rocksänger. Inzwischen mit Erfolg bei Kritikern und beim Publikum. Short, fast and hard. I mean, kurz, schnell und direkt haben wir die neue Platte Earthling aufgenommen. Ohne große Idee oder Plan dahinter. Also anders als meine früheren Konzeptalben. In wenigen Tagen wurde auf Platte gepresst, was die Band damals ausmachte. In Little Wonder zeigt und singt Bowie seine Version von den 7 Zwergen im Großstadtdschungel, ungewohnt kraftvoll und frech. Insgesamt viel Humor für ein Bowie-Album. Warum? I'm an extremely funny guy. Weil ich ein so unglaublich lustiger Typ bin, kokettiert er verspielt. Und auch beim aktuellen Titel Dead Man Walking geht er eher locker mit dem Thema Älterwerden um. Videokunst für Bowie, mehr als nur ein Hobby, in dem er immer gerne auch die Hauptrolle selbst übernimmt, wie hier beim Tanz mit den Engeln. Wenn ich älter werde, dann ist das wohl eher ein Problem für Jüngere, weil die dann sehen, was aus ihnen später vielleicht wird. Der Körper wird zwar älter, nicht aber der Geist. Das ist mehr für Jüngere ein Problem. Auf der Bühne in Hamburg probiert der alternde Star voller Energie alle Stile und Instrumente aus. 3 Stunden will er heute Abend durchhalten. Noch reicht die Kondition. Über seinen Musikstil sagt Bowie, ich bin